Nee, ist nichts ist mit Entschuldigung, Freund. Das ist eigentlich unbeschreiblich, weil wieder dazuzugehören in dieser Gemeinde der Lkw-Fahrer. Wie sieht's denn aus da hinten? Beschissen ist geprahlt. Für Doreen Wöbke ist heute ein besonderer Tag. Sie sieht nach einem Jahr Lkw-Pause gleich zum ersten Mal ihren neuen Truck. Geil. In den vergangenen 10 Monaten fuhr sie im Harz einen Touristenbus. Cool. Ihr Chef, Spediteur Benny Weber. Wow. Na, Vater, werden wir uns vertragen? Geil, geil, geil. Benny, den nehme ich. Möchtest du mal reinschauen? Ja. Ich bin aufgeregt, hibbelig, endlich wieder so ein großes Geschoss unterm Arsch zu haben. 510 PS stark. Cool. Sehr schön. Darf ich dir jetzt auch feierlich den Schlüssel schon mal übergeben? Dankeschön. Cool. Ich bin zu Hause. Schön. Sie fuhr schon mal für Bennys Spedition. Sehr zuverlässig. Sie trägt ihr Herz auf die Zunge, auf der Zunge. Man weiß immer gleich, woran man bei ihr ist. Sonst soweit zufrieden? Kennen müsstest du es ja noch. Außer, dass sich jetzt die Seitenspiegel nicht mehr vorhanden sind, hast du jetzt die Kameras. Ja. Das Infotainment hat sich ein bisschen verändert von der Aufmachung. Schön. Und sonst ist eigentlich, wo das Lenkrad ist, weißt du ja noch. Ja, ich glaube, kriege ich noch hin. Ein befreundeter Trucker ist beim Neustart ihr Telefonjoker. Oh, Olli ruft an. Hallo. Warte. Ich laufe ja nicht weg, Schatz. So, jetzt. Bist du wieder wach? Ja, ich bin wach. Olli, wir sind jetzt, ja. Schatzi, wir sind jetzt gleich unterwegs. Ja, Doreen, aber ich habe gleich mit dem Uber im Rad raus. Ich schaffe das nicht. Doch, du musst das schaffen, bitte. Wie du das machst, ist mir egal. Ciao. Das ist eigentlich unbeschreiblich, weil wieder dazuzugehören in dieser Gemeinde der Lkw-Fahrer, man kennt zwar nicht alle, aber man trifft sich dann unterwegs auf der Autobahn. Das ist einfach die Vorfreude auch da drauf. Ne? Wen treffe ich jetzt? Mit wem schnattere ich mal? Es macht Spaß, es ist einfach Freude dabei. Schon mit 4 Jahren saß sie zum ersten Mal in einem Truck auf dem Beifahrersitz. Ihr Vater am Steuer. Da er ja, sag ich mal, diesen Virus in die Familie eingeschleppt hat, bin ich als Kind sehr oft mit meinem Papa auch unterwegs gewesen. Ja, egal, ob es der Lkw oder auch der Bus war. Wenn meine Mama mich das Wochenende zu Hause gesucht hat oder gerufen hat und es hat keiner geantwortet, wusste sie, aha, sie ist mit ihrem Vater unterwegs. Sag mal, das ist doch nicht dein Ernst, Kollege. Ich bin halt nicht typisch Mädchen. Ja, ich weiß es nicht. Guck mal, das ist einfach so, man kann mich auch in Schuhläden schicken. Ich komme nicht mit ein paar Schuhe raus. Ja, schickst du mich im Baumarkt, kann ich da 3-4 Stunden zubringen. So, jetzt kommt der Nächste angedrängelt. Und er drängelt sich jetzt an uns vorbei. Aber lassen wir, ne? Stolz wie Spanier sitzt er da drin. Truckerinnen sind immer noch selten. Ihr Anteil nur 3%. Selbst wie ich einen Führerschein gemacht habe 1995, da waren wir Frauen noch Exoten in dieser Branche. Ja. Und ich habe darum gekämpft, dass ich diesen Führerschein machen darf oder konnte, weil laut meinem Arbeitsvermittler, Herrn Brandt,
sollte ich nämlich Sekretärin werden. Und da habe ich mich gegen gewehrt. 100 Kilometer weiter südlich, Walsrode. Lieblingskollege Olli hat hier einen Container für sie abgestellt. Mein Olli ist nicht da und der hat seinen LKW ganz dicht davor gestellt. Der spinnt wohl. Sie muss jetzt allein die Sattelzugmaschine exakt unter das Chassis, den Anhänger, manövrieren. Und das nach einem Jahr Pause. Es flutscht nicht, wie es flutschen soll. Jetzt klappt es. Nun muss das Chassis mit Strom von der Zugmaschine versorgt werden und mit Luft für die pneumatische Bremse. Jetzt stelle ich die Schlauchverbindung her. Sprich, dass ich Luft alles kriege auf das Chassis, damit wir den dann ganz problemlos ziehen können. Die Dichtungen passen nicht richtig überein hier. Das ist schlecht für mich. So, Olli geht nicht ans Telefon. Dann nehmen wir den Rüdiger. Ja. Ja, darum ja. Und Olli geht aber nicht ans Telefon, der sagt, und darum rufe ich dich jetzt an. mach ich auch. Gut, dann probiere ich es mal. Ja? Ich suche mir jetzt einen anderen Fahrer, weil ich jetzt hier noch weiter probiere. Kannst du mir mal kurz helfen? Ich krieg den einen Schlauch nicht richtig dran. Englisch? Nee, Deutsch. Steig aus, ich zeig dir. So, so macht moderne Frau das von heute. Was nicht alleine funktioniert, wird sich Hilfe geholt. Guck mal, ich krieg den nicht dran. Keine Luft. Keine Luft? Also, es zischt immer zu. Probier du mal, vielleicht mache ich was verkehrt. Mach mal. So geht moderne Hilfe heute. Danke dir, du bist ein Schatz. Ciao! Doreen kann sich endlich auf dem Weg zum Kunden nach Garbsen bei Hannover machen. Noch 60 Kilometer. So, jetzt sind wir da, wo wir hin müssen. Das heißt also, wir werden jetzt hier erstmal aussteigen und wir werden uns erstmal anmelden gehen. Doreen ist hier bekannt. Schon früher war sie als Truckerin hier. Guten Tag. Da bin ich mal wieder. Ich habe einen Frachtbrief jetzt nicht ausgedruckt, weil das alles ein bisschen durcheinander war bei uns. Ja. Ja, aber ich bin ja bei euch richtig. Also angemeldet sind wir ja. Wir sind zwar zu spät. Okay, dann gucke ich einmal. Danke. Tschüss. Jetzt, rückwärts exakt an die Rampe. Gut. Aber zuerst die Hecktüren aufmachen. Später, direkt an der Rampe, ist das nicht mehr möglich. Und ich soll andocken. Weil sonst rutschen die ganzen Mikrowellen runter.
Halt! Den Schaden zahlt die Versicherung von Doreens Chef. 2 Stunden später. Die Truckerin ist mit dem leeren Container wieder auf dem Weg zur Autobahn. Vom Prinzip her ist es keine schwere Arbeit. Ich meine, bei mir fehlt jetzt ein bisschen die Routine, sage ich auch ganz ehrlich. Ich war immerhin fast ein Jahr raus. Ne? Aber vom Prinzip her, wenn die Handgriffe drin sitzen, funktioniert das auch alles ganz schnell wieder. Ziel jetzt, Hamburger Hafen. Es gibt auch einen biologischen Grund, weshalb Truckerinnen so selten sind, meint Doreen. Frauen kriegen Kinder. Als ihr Sohn kam, setzte sie 18 Jahre aus. Oh, das ist jetzt mein Kind. Hallo? Moin. Tag, Schatz. Na? Na, hast du ausgeschlafen? Ich war schon fleißig. Hast du schon ein Familienzimmer reserviert bei euch? Nee? Melde uns ja rechtzeitig an. Ich hab dich lieb, Süßer. Bis denn. Tschüss. Die beiden haben ein Familienwochenende geplant. Doreen wird 50. Ihr Sohn sorgte dafür, dass sie ihr Ding macht. Ihren Truckertraum vor 7 Jahren wieder aufnahm, nachdem ihr Mann gestorben war. Dieses Familienfoto ist bei jeder Fahrt dabei. Mein Sohn fährt immer mit. Hier, Philipp der Engel. Mit Geburtsdatum 20.11.97, ne? Weil ja, manchmal hat er zwar auch Teufelshörner, aber vom Prinzip her liebe ich meinen Sohn und ich möchte ihn auch nicht hergeben. Ja, ja, ansonsten habe ich ganz viel Geschichte auf mir. Der Anker, der Kompass, die Straße soll mir einfach zeigen, wo es lang geht. Diese Lebenslinie habe ich stechen lassen. Das ist die Lebenslinie meines Mannes gewesen. Ja, mein Motto ist auch drauf, mach dein Ding, mach ich so oder so. Als ihr Mann starb, fiel Doreen in eine tiefe Krise. Ihr Sohn machte ihr Mut. Er hat dann einfach nur gesagt, weißt du was, Mutter, krieg endlich deinen Hintern hoch und mach endlich das, was du machen möchtest. Geh in den Fernverkehr und tu es endlich. Ja, ja, und darum bin ich halt in dieser Branche gelandet und ich muss auch ganz ehrlich sagen, einen Schritt zurück gibt's nicht mehr. Eine Fahrsituation mag sie gar nicht. Brücken. Da kriegt sie Höhenangst. Wir fahren ja jetzt nach Hamburg, das ist die Kölbrandbrücke. Wenn ich dort drüber fahre mit dem LKW, dann bin ich hier drin ruhig, umklammere mein Lenkrad. Ja. Und dann kann mir einer was erzählen, der kann erzählen sonst was. Der hat auf jeden Fall recht in dem Moment, weil ich konzentriere mich dann wirklich aufs Fahren. Hamburgs Wahrzeichen, die Kölbrandbrücke. 53 Meter hoch und 3 Kilometer lang. Aber diese Brücke gehört nun mal zum Weg in den Hamburger Hafen, dem 3. Hafen Europas. 2022 wurden hier 6,3 Millionen Container aus aller Welt umgeschlagen. Hase! Meine Kleine, wie geht's dir denn heute? Gut. Gut. Schön, dass du wieder da bist. Wie sieht's denn aus da hinten? Beschissenes Geprahl. Schön. Es geht eigentlich gleichmäßig durch. Ja, eigentlich. Mit eigentlich stelle ich doch was in Frage. Tschüss. Ciao. Ja, wenn ich so sehe, was hier an LKWs alles rumsteht, dann werden wir wohl etwas länger brauchen. Aus China kommen wieder mehr Container. Alle Trucker müssen durch das Nadelöhr der Anmeldung. Ich übe mich immer wieder auf neue in Geduld, weil ich muss das am besten alles sofort gleich und ganz schnell erledigt haben und am besten schon übervorgestern alles. Weil ja, so bin ich halt. Mindestens die Hälfte ihrer Arbeitszeit besteht aus Warten, sagt sie. In den Häfen, im Stau, bei Kunden. Allein das Entladen eines Containers kann 3 Stunden dauern. Auch hier im Hafen dauert es, bis sie einen neuen Container geladen hat. Der neue hat mehr Gewicht. Dadurch ruckelt es nicht mehr so sehr beim Fahren. Wir haben jetzt einen großen Container drauf.
Ja, und es ist etwas schwerer. Aber so macht's Fahren mehr Spaß. Wir sind erst seit 8.15 Uhr unterwegs. Ja. Und das dauert halt noch einen Moment. Also regulär könnte ich auch bis zum Kunden noch durchfahren, aber da weiß ich leider nicht, ob ich da stehen kann, ob ich da parken darf. Ja, also werde ich mir irgendwas vorher suchen, logischerweise, ne, um ja, dann eben auch Feierabend zu machen. Und dass der Rest dann morgen eben gefahren wird, weil viel haben wir ja nicht mehr. Das ist ja unser Glück. Ne? Ihr erster Arbeitstag geht langsam zu Ende. Pause haben wir jetzt eingeläutet. Und was steht jetzt an? Das Bett muss noch gemacht werden. Und es muss alles ausgeräumt werden und aufgeräumt werden. Die Fahrerkabine ist nur 3,5 Meter breit und etwa 2 Meter lang. Also irgendwie muss man es klappen können, aber ich weiß noch nicht wie. Wo ist mein Telefon? Olli. Olli muss mal wieder herhalten. Olli. Mein Freund Olli. Hallo? Olli, wie kriege ich denn mein Bett runtergeklappt? Hä? Wie kriege ich denn den Sitz umgeklappt? Den Beifahrersitz? Du hast. Welchen hast du denn? Hast du den Sitzecke oder was? Ja. Ja, du hast. Die Sitzfläche hast du oben rechts im Band. Aha, warte. Oben rechts. Ach ja, hier. Rechts neben der Kopfstütze. Ah, da ist es. Und das ziehe ich nur runter, ja? Und dann kriege ich mein Bett runter? Du hast da am Bett hast du oben 2 Nasen, die sind da eingehakt. Du musst los, Mann. Okay. So, eine habe ich fertig. Und noch eine. Aber warum geht das nicht? Weil mein Kanister im Weg steht. Schade eigentlich. Es ist nichts, wenn man eine zu kleine Wohnung hat. Ne? Ich lieb. Frau Wöbke hat eine große Decke, weil die Decke wird umgeschlagen 2-mal. Und dann hat sie wie einen Schlafsack. Und dann kann man nämlich nachts nicht frieren. Am nächsten Morgen, noch 130 Kilometer bis zum Ziel, Springe bei Hannover. Mal gucken, ob ich es noch kann. Bitte warten. Ganz Männerwelt ist es ja Gott sei Dank nicht mehr, weil wir Mädels sind ja auf dem Vormarsch. Ja, klar, der überwiegende Teil ist halt Männer. Man kämpft sich als Frau durch, ne? Große Klappe, dann funktioniert das schon. Einmal voll. Weiter geht's, aber nur kurz. Sie hat einen Truck ihrer neuen Firma entdeckt. Und ich habe den Herrn noch angehupt, aber ich weiß nicht, wer es ist. Oh. War jemand mit Brille. Brille. Olli hat eine Brille. Nee, Olli war es nicht. Der Sack hat ja Urlaub und meldet sich nicht. Ach so. Der hat Urlaub. Ja. Wusstest du das nicht? Nö. Okay. Aha. Doreen will den neuen Kollegen kennenlernen. Ihre Spedition findet ihn.
Hallihallo. Bonjour, Madame. Ich bin Doreen. Hallo. Das ist schön. Hallo. Das war ja schön, dass wir uns jetzt hier mal treffen. Weil so sehen wir uns ja alle nicht. Nee. Das ist, wir hätten nur schnell in Kaffee ringen können. Nee, da habe ich leider keine Zeit zu. Slot. Okay. Slot im Hafen ruft und du weißt ja, wie toll die Häfen sind im Moment. Ja, ja. Ja. Ziemlich voll. Ja. Wo warst du in welchem Hafen? Eurogate. Im Eurogate. Ja. Da fahre ich dann anschließend hin, weil die gebe ich im Bummelkai ab. Okay. Und dann fahre ich ins Eurogate rein. Ja. Ich habe den Tag im Eurogate, im CTA habe ich eine Stunde gebraucht, um meinen Leercontainer zu bekommen. Hatte ich, weil ich mit dem Zoll zu tun hatte. Die beiden vereinbaren über Facebook und WhatsApp Kontakt zu halten. Schön, dass wir uns gesehen haben. Geht los. Ich muss. Bitte, mach's gut. Gute Bis dann. Und dir auch. Heimer. Alles Gute. Bis dann. Ciao. War einfach schön, dass wir uns gesehen haben, weil das sind so Begegnungen, wo man ja nicht mit rechnet. Dieser Überraschungseffekt war einfach toll. Der Bremsweg eines LKW ist 50% länger als der eines PKWs. Nee, ist nichts mit Entschuldigung, Freund. Du piepst wohl. Und den nächsten ausbremsen. Zwei Tage später. Doreen holt sich einen neuen Container im Hafen von Bremen. Jetzt zum Telefon, wenn das noch hier ist. Also hier muss irgendwo ein Telefon sein, genau hier. Hier melden wir uns jetzt bei dem Steckerfahrer an und sagen dem, dass wir hier stehen mit der Vorgangsnummer, die hier auf dem Zettel steht und dass ich einen sehr schönen Container haben möchte. Doreen hier. Ja, aber der muss wenigstens vernünftig sein, bitte. Auf der 10 stehe ich. Ja? Okay, ciao. Doreen muss überprüfen, ob mit dem Container alles in Ordnung ist. Hast du keinen besseren, der stinkt innen? Ja, den kann ich. Mach ich. Nein. Oh, den Container nehmen wir jetzt, lassen wir jetzt wieder abnehmen, weil der riecht innen muffig und da weiß ich nicht, ob das bei dem Kunden gut ankommt. Und daher geht der wieder runter und dann müssen sie einen neuen draufsetzen. Wenn wir den Container dann natürlich wieder zurücktauschen müssen, die Kosten, die dann sind, sprich Fahrtkosten, Diesel etc., da bleibt die Spedition drauf sitzen. Also kontrollieren wir lieber gleich. Die Truckerin trägt die Verantwortung dafür, dass der Container tipptopp ist. In einem stinkenden Container zum Beispiel Papier zu transportieren, findet kein Kunde gut, sagt sie. Aber jetzt kommt Zeitdruck ins Spiel. So, jetzt mache ich die Knacken fest, weil der Container muss ja irgendwie befestigt werden, damit der unterwegs nicht abrutscht oder runterfällt, ne?
Am nächsten Morgen 4:30. So, das Wichtigste, was wir brauchen, ist Kaffee. Nein, fällt es mir überhaupt nicht, weil ich weiß, je früher ich aufstehe, umso früher habe ich natürlich auch Feierabend. Und das Fahren macht ja Spaß, egal zu welcher, ob es Tag ist oder Nacht ist. Nee, es ist einfach, ich bin wach. Das ist normal auf den Raststätten, leider Gottes. Und da muss man dann auch wirklich ganz doll aufpassen und gucken. Aber es ist halt das Problem in Deutschland, wir haben nicht genug Parkplätze. Die Leute müssen sich so hinstellen, weil sonst wird es einfach nichts. Weil wir haben ja alle das gleiche Problem. Die Schichtzeit und die Lenkzeit, wenn alle, dann alle, ne? Sie liebt es, durch den frühen Morgen zu fahren. Keiner nervt. Die Pkw-Fahrer schlafen meistens noch. Das sind so die schönen Momente, wenn man langsam merkt, aha, der Tag schleicht sich an. Wenn dann so langsam, aber sicher es hell draußen wird, ja, dann weiß man, nun ist bald das Leben auf den Straßen richtig da. Seit 5 Tagen ist Doreen Wöbke zurück in ihrem Traumberuf. Jetzt klappt die Rückfahrt an die Rampe wie geschmiert. Zeit, sich bei ihrer WhatsApp-Trucker-Gruppe zu melden, die Bobo-Gangsters. Einen schönen guten Morgen von mir in die Runde. Ich hoffe, ihr habt alle ausgeschlafen und seid fit fürs Wochenende. Ich bin's jedenfalls. Also, hopp, hopp. Aus Sicherheitsgründen muss sie immer im Truck bleiben. Guten Morgen, Claudi. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich hab dich lieb. Bis denne. Bis zu 3 Stunden kann es dauern, bis ein Truck be- oder entladen ist. Guten Morgen, Jörg. Ich hoffe, deine Nacht war in Ordnung. Ich stehe jetzt schon an der Rampe, werde beladen. Ich bin dann heute Abend hoffentlich auch im Harz und halt alles sauber bis dahin, ne? Sag Bescheid, dass ich auch eintrudele. Halt die Straßen frei. Mehr als 2000 Kilometer ist sie bis jetzt mit ihrem neuen Truck durch Norddeutschland gefahren. Ja, also die Woche, die erste Woche ist ja nun rum. Lief recht ordentlich. Ich bin zufrieden mit mir. Noch einmal in Hamburg den Container wechseln. Und dann geht's ab ins Wochenende. Nach Hause, in den Harz. Montag startet sie dann in ihre zweite Woche. Als Königin der Straße.